So, herzlich willkommen zum Stream. Wir haben in der letzten Saison, also jetzt im November, sind wir im Constructed Goldstufe 3 und im Limited auf Silberstufe 4. Das gilt es diesen Monat zu verbessern, dass wir in Constructed zumindest wieder auf Platin kommen für die besseren Belohnungen. Dann gibt es einen Booster mehr und wir nehmen jeden Booster, den wir kriegen können. So, holen wir uns mal die Belohnung ab. Es gibt ein Skin, also ein Kosmetik für den Mitternachtsorden und drei Eldraine Booster sowie 1500 Coins. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir werden halt eine Stufe runtergestellt auf Bronze und Silber und müssen uns dann wieder hochspielen. Okay. Was haben wir denn so für tägliche Quests? Weiße und schwarze Zaubersprüche, weiße und schwarze Zaubersprüche, das ist schon mal gut. Und greife mit 30 Kreaturen an. Okay. Passt leider zurzeit nicht zu den beiden Decks, die ich spiele. Und zwar haben wir einmal Simic Flash und einmal Gruul Adventures mit dem Wirt von Waldstedt. Das Deck ist noch nicht ganz fertig, hier fehlen mir noch ein paar Karten. Insbesondere das Questing Beast muss häufiger rein. Aber es funktioniert schon ganz ordentlich. Also ein paar Siege konnte ich schon damit einfahren. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit den Quests machen. Vielleicht machen wir das einfach über das Draft. Wenn es das Draft erlaubt. Von den Farben her. Mal gucken. Wir machen erstmal hier die Booster auf. Rache der Hexe. Ah, es gegen bestimmte Kreaturentypen. Ja, ich weiß nicht, also Tribal Decks werden ja zurzeit nicht so häufig gespielt, aber ansonsten so alle Goblins, alle Ritter. Minus 3, minus 3. Okay. So, was kriegen wir hier? Den zerteilten Hieb. Das ist auch die Rare, die ich zum Start von Throne of Eldraine und zum Release von Magic Arena erhalten habe. Also ich glaube, die habe ich jetzt schon dreimal, die Karte. Ist in ja, Mono-Red Decks. Wird die manchmal eingesetzt. Macht 7 Schadenspunkte, die man auf 3 Ziele verteilen kann. Und wenn man, ich glaube, nur rotes Mana bezahlt, falls 7 oder mehr rote Mana ausgegeben wurden, ja, dann darf man 3 Ziele jeweils 7 Schaden zufügen. Okay. So, Wildcards nehmen wir immer gerne. Von Feen gestohlen. Was kann das? Bringe eine Kreatur deiner Wahl mit ungewollten Mana-Kosten von X auf die Hand ihres Besitzers zurück. Du erzeugst X 1-1 blaue Feenwesen mit Flugfähigkeit. Okay. So, weil Wildcards habe ich nicht mehr so viele. 18 Commons, 2 Uncommons, die wir jetzt gerade gekriegt haben und eine Rare Wildcard. Also da muss ich auf jeden Fall wieder was ansammeln. So, was möchte Amy im Store sagen? Das hat hier gerade geleuchtet. Wahrscheinlich irgendein neues Produkt oder sowas. Ja, das ist nicht weiter interessant für uns. Okay, greife mit 30 Kreaturen, dann mache ich glaube ich mal weg. Und wir versuchen mal aus der 500-Quest eine 750er Gold-Quest hinzukriegen. Leider nicht, aber schwarz-grün haben wir hier. Okay. Ja, das heißt, ich sollte mal gleich schauen, ob ich mir nicht irgendwie ein schwarzes Deck bauen kann, damit ich die Quest schnell erledigen kann. Was haben wir denn hier für Drafts? Das kostet Edelsteine, die würde ich ungern ausgeben, weil wir nur noch 200 Edelsteine brauchen, um uns den Season Pass zu kaufen. Und dann spiele ich lieber einen Draft mit Coins. Da haben wir Ranglistendraft Ravnica's Treue für 5000. Da sind ein paar Shocklands in der Edition, die wir definitiv noch für unsere Sammlung gebrauchen können. Und können wir denn auch noch einen klassischen Draft von Eldraine machen? Ne, Ranglistendraft. Ne, gut. Dann ist es Ravnica.
Für 5000 Coins. Alles klar. Ja, hier sind die Shocklands, von denen ich gerade gesprochen habe. Aufzuchttümpel. Jetzt genau den habe ich, glaube ich, schon viermal. Muss ich mal kurz schauen in mein Simic Deck. Genau, Aufzuchttümpel habe ich schon viermal, also den brauche ich jetzt nicht picken. Sprich, hier kann ich gucken, was sonst noch gut für uns wäre. Natürlich schade. Ich glaube, jedes andere Shockland habe ich nicht viermal. Also da hätte ich gerne eins genommen. Aber gut. So, Ravnica's Treue ist schon so lange her. Ich muss mal gucken, was man da überhaupt spielen kann. Das war mit Adaptieren, okay. Der kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. 4-4. Für 4 Mana ist solide. Wachstumsspirale ist eine schöne Kamen. Was haben wir hier? Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Das wäre dann in Blau-Weiß. Für 6 Mana adaptieren ist ein bisschen teuer. 4 Mana 2-3. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der 1/1 Marke liegt, hat Flugfähigkeit. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, gar nicht so eine einfache Entscheidung hier. Das ist mit Aufblitzen, denke ich, hier eine der besten Karten. Hält uns eine gegnerische Kreatur vom Leib. Nehmen wir mal. Priesterin der vergessenen Götter ist auf jeden Fall eine gute Karte. Im Draft nicht ganz so einfach zu spielen. Man braucht sehr viele Kreaturen. Hier wären wir in den gleichen Farben, blau-weiß. Fliegend Wachsamkeit. Zaubersprüche, die dann Gegner wirken und die Sphinx als Ziel haben, kosten 2 mehr. Also ist ein bisschen schwieriger, die vom Feld zu kriegen. Und 4-3 fliegend wachsam ist schon nicht schlecht. Wir machen das einfach mal blau-weiß. Passt zwar leider nicht zu den Quests, aber dann müssen wir gleich nochmal irgendwie ein Mono-Black-Deck machen oder so. Immer die Sphinx. So, was haben wir hier noch? Das sind zwei Kreaturen in Grün, die ich ganz gerne spiele, wegen Aufruhr. Sprich, die kommen mit +1/+1 Marke oder Eile. Das ist ganz nett. Was haben wir hier? Kreaturen, die du kontrollierst, ja, +1/+3 bis zum Ende des Zuges, enttappe sie. Für 4 Mana ein bisschen teuer, wie ich finde. Dann haben wir mal die Eule, 1/4. Für 2 Mana Wachsamkeit. Oder den Pegasus 1/3 fliegend. Das wäre zumindest so in unseren Farben. Ja. Ist das Bühne frei? Eine Kreatur der Wahl, der hat -3/-3 bis zu Ende des Zuges. Falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, kannst du sie bis zu einer Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurückbringen. Okay. Ja, wir bleiben, glaube ich, mal in den Farben. Wir probieren das hier mal mit der Eule. Okay, was haben wir hier? Der Springfrosch ist noch ganz nett. Der kann Flugfähigkeit erhalten. Der Gildenmagier. Die Millen, glaube ich, die kann man beliebig oft im Deck haben, ne? Ja. Spieler Wahl legt die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof für 1 Mana tappen. Und bei 4 Beratern, dann sind es die obersten 12. Ich glaube, ich nehme mal den krabbelnden Aal. Den kann man halt noch zu einem 5-5er machen. So, was haben wir hier? Haben wir nochmal den Aal. Ja, können wir auch ein zweites Mal nehmen. In Weiß, was haben wir da noch Schönes? Den Offizier.
Wenn ein Spiel kommt, erlernt die Kreatur plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Das ist manchmal ganz nett, hat leider kein Aufblitzen. Und schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr ins Exil. Das ist leider auch eine Hexerei und kein Spontanzauber. Ich nehme einen Offizier. Wachsamer Riese für 6 Mana, 3-6, bringt einen 1-1er mit. Das ist ein bisschen viel Mana. Ich glaube, wir nehmen mal die Schleimfessel, einfach um uns eine gegnerische Kreatur vom Leib halten zu können. So, was haben wir hier in Weiß? Wenn der abweisende Geist ins Spiel kommt, können bis zu deinem nächsten Zug Kreaturen weder dich noch einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreifen. Seien sie bis an 2. 3 Mana 3-3 ist in Ordnung. Artefakt oder Verzauberung zerstören. Hier haben wir einen Spontanzauber, eine Kreatur, weil er bis 2 bis mehr des Zuges. Und wenn man in der Hauptphase wirkt, dann kriegst du auch noch Flugfähigkeit. Ich glaube, das ist hier meine Wahl. Okay, was haben wir hier? Wenn der ins Spiel kommt, wendet der Hellsicht 2 an für 2 Mana. Ja, wir haben noch keinen 2-Drop, das nehmen wir mal mit. Alternativ könnten wir den Offizier oder den Hund nehmen. Aber ich glaube, wir nehmen den 2-Angler. Bote des Syndikats. 2-3 fliegend Seelenwandlung. Das heißt, wenn er stirbt, kriegen wir einen 1-1er. Ebenfalls mit Flugfähigkeit, Geist. Feenwesen-Duelland, aufblitzend fliegend. Wenn ein Spiel kommt, er hat eine Kreatur der Wahl minus 2 bis 0 bis zum Ende des Zuges. Danach macht er aber auch nicht mehr so viel für uns. Ich glaube, ich nehme den Boten. Ja, dann nehmen wir hier den Pegasus einfach, weil der in unserer Farbe ist. Dasselbe hier. Schleimfessel können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Wilde Restaurierung ist eine schöne Ankammerkarte. Wird auch in einigen Decks gespielt. Dementsprechend ist sie ganz nett für die Sammlung. Und hier haben wir noch ein Bittsteller. Okay. Jetzt muss ich mal eben schauen, was wir so drin haben. Die Eule haben wir noch. Okay, denn hier haben wir Oberste Alarmstufe. Das ist eine ganz nette Karte. Dann machen unsere Kreaturen Schaden in Höhe der Widerstandskraft. Funktioniert zum Beispiel bei dem Pegasus. Dann macht er halt 3 Schaden anstatt 1. Und funktioniert auch bei der Eule ganz gut. Dann macht die 4 anstatt 1. Und wenn wir die Karte schon mal haben, können wir entsprechend weiter draften. Was macht denn Dovins Scharfsinn genau? 2 Lebenspunkte und ziehst eine Karte. Wenn du in deiner Hauptphase einen Spontanzauber wirkst, kannst du Dovins Scharfsinn auf deine Hand zurückbringen. Das ist auch nett. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal oberste Alarmstufe. Was haben wir noch? Ja. Okay, oberste Alarmstufe. Oh, hier hatten wir einen Azorius Gildeneingang. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht bleibt der nochmal über. Wenn wir jetzt was anderes nehmen erstmal, kommt der vielleicht gleich nochmal rum. Das wäre super. Das ist nochmal der abweisende Geist. Kältebringer ist eigentlich auch ganz schön. Er tappt eine gegnerische Kreatur weg, die enttappt dann einmal nicht. 5 Mana 3-3 fliegend. Seelenwandlung 2. 2-1. Ist auch okay. Five Drop habe ich zurzeit nur die Ritterin des Kummers. Sprich, der Kältebringer würde noch gehen. Ja, ne, Moment. Ja, man, Ritter, der ganz gut zu der obersten Alarmstufe passt. Weil der nicht geblockt werden kann und dann Wachsamkeit 5-5 wäre. Also macht er dann 5 Schaden. Das ist super. Aber ich schau mal, was es noch so gibt.
Immer wenn ein Tor unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann die Torschleicherin in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist eher was für Constructed. Kollision Koloss ist auch eine schöne Karte, habe ich aber auch schon viermal in der Sammlung. Ja, wähle mal den Azorius Schlichter. Wir haben einen Counterspell. Neutralisiere eine Kreatur deiner Wahl. Lege eine Substanz-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Ist auch super. Die Sphinx gefällt mir auch sehr gut. 5-5 fliegend. Und Fluchsicher vor einfarbig. Kann also nur durch mehrfarbige Sachen getargetet werden. Der wiederum würde auch zu unserem. Zu unserer Alarmstufe passen, aber das ist so eine Kreatur, die würde ich picken, wenn ich die Alarmstufe jetzt doppelt hätte. Also hier ist Counterspell oder die Sphinx die Wahl. Ich glaube, ich nehme die Sphinx, dann haben wir nochmal einen 7-Drop am Ende. Okay, der Pegasus ist natürlich mit der Alarmstufe ganz gut. Den nehmen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch. Einfach damit wir auch ein paar Two-Drops haben. Die Mauer des Vergessens gehört ja zu dem Constructed Mill Deck. Habe ich aber auch schon viermal in der Sammlung. Ist aber auch ganz nett eigentlich wohl. Hier hätten wir nochmal den Eifer des Ordnungshüters. Ich glaube, den nehme ich an dieser Stelle auch. Was macht das Portal? Schicke eine Kreatur, die du kontrollierst, ins Exil. Bringe sie dann zurück. Achso, kann ich dann einmal eine Kreatur mit retten. Hemmende Formel, eine Kreatur in deiner Wahl, minus 4 bis minus 2 ist. Minus 4 bis 0. Ziehe eine Karte. Achso, wenn man die in der Hauptphase gibt, dann darf man noch was wegtappen. Okay. Na, wir nehmen nochmal Eifer des Ordnungshüters. So, ein Ablöschen ist auch ein schöner Counterspell. Im Draft, ja, zweimal extra zahlen kriegt man manchmal wohin. Dementsprechend würde ich, glaube ich, die hier mehr auf Kreaturen setzen. Wir nehmen einfach mal den Orne Karakal. So. Der Schild bringt uns ja was. Was kann der genau? Die ausgerüstete Kreatur hat plus 0 plus 3. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten drei Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Das plus 0 plus 3 kann manchmal helfen. Ich glaube, ich nehme an dieser Stelle mal den Homunculus. Wobei, ja, die Ritterin, die kann dann raus. Schleimfessel habe ich schon zweimal, ein drittes Mal brauche ich die garantiert nicht. Dann würde man ja meinen Homunculus. Oh, Dovins Scharfsinn ist hier nochmal rumgekommen. Wie viele Spontanzauber habe ich denn? Ich habe zweimal den. Dann war es das wahrscheinlich auch schon. Aber zwei Leben und Karte ziehen für drei Mana und dann zweimal den Spontanzauber haben. Ja, kann man machen. Alternativ haben wir auch nicht so viel zu picken hier. Dementsprechend nehme ich Dorins Scharfsinn. Und den abweisenden Geist nehmen wir an dieser Stelle, denke ich. 3 Mana 3-3 ist solide. Ja. Den können wir auch in Weiß spielen. 3-1 Lifelink. Also das schwarze Mana. Kann uns an der Stelle egal sein. Oder noch eine Schleimfessel. Ich glaube, das ist Jacke wie Hose. Baltion93, vielen Dank fürs Follow. Schön, dass du da bist. So, ich glaube, an dieser Stelle nehmen wir den Essenzfang. Einen weiteren Homunculus. Gedankenzerfall ist, glaube ich, auch ein Neutralisationszauber, ne? Ja. Okay. Und ablöschen. Kriegen hier die blauen Spells am Ende noch zugeworfen.
Vormacht der Simic ist eine Karte mit alternativer Windkondition. Und zwar für 3 Mana lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und immer wenn ein oder mehrere +1/+1 Marke auf eine Kreatur gelegt werden, dann kriegt die kriegt die Vormacht der Simic Wachstumsmarken. Und bei 20 Wachstumsmarken hat man dann die Partie gewonnen. Aber ich glaube, das brauchen wir an dieser Stelle nicht. Wir könnten hier nochmal den Ritter nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Für 5 Mana ist er natürlich nicht ganz günstig. 3-2 Flieger mit Hellsicht 1 haben wir noch. Alternativ hätten wir hier nochmal den Spontanzauber. Mach ich mir den Ritter. So, hier haben wir eine schöne Verzauberung als Rare. Die gewinnt auch gerne mal Spiele. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Kreaturen, die deinen Gegner kontrollierst, erhalten -1/-1. Und für 4 Mana schicke eine Karte aus einem Friedhof eines Gegners ins Exil. Falls eine Kreaturenkarte war, erhältst du einen 1/1. Schwarzen Geistkreaturen. Spielt Stein mit Flugfähigkeit, das ist schon echt gut. Lohnt es sich für die Karte noch ein bisschen Schwarz mit reinzunehmen? Das kommt leider ein bisschen spät. Was haben wir sonst noch? Ich sehe eigentlich so nichts, was ich jetzt unbedingt picken würde sonst, bis auf vielleicht das Skaldgate. Ich glaube, ich nehme die Rare für die Sammlung. Ja. Was haben wir hier? Aussetzen. Ausschwärmen. Top eine Kreatur der Wahl, ziehe eine Karte oder erzeuge 2 Topter mit 1/1 fliegend und du hast für jede Kreatur, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Oh, das ist ganz nett. Nehme ich an dieser Stelle auch. Ist nochmal ein Spontanzauber und 2 1/1 Flieger kann man auch manchmal gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Geheul der Schlachtstätte ist ein schöner Removal-Spell. Auch für die Sammlung jetzt, so im Hinterkopf. Damit könnten wir eine große Kreatur abschießen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, da zumindest einen von dem Deck zu haben. Ja, nehme ich an dieser Stelle mal. Okay, hier sehe ich nichts Berauschendes. Könnten noch einen Pegasus spielen. Einfach um besser durchs Early Game zu kommen. Bis wir dann unsere Ritter hinlegen können und unsere Alarmstufe. Wir probieren das Sammeln mal aus. Hier haben wir jetzt den Greif des Senats, den finde ich noch ganz nett. 3-2 Fliegend, Hellsicht 1 für 4 Mana ist in Ordnung. Der Hasteoffizier funktioniert natürlich ganz gut mit dem Greif. Mit dem Pegasus. Turn 2 den Pegasus und dann kann man dem schon mal +1/+1 geben. Ich glaube, ich nehme den Greif des Senats an dieser Stelle. Ja. Okay, die Karten sind für uns alle relativ uninteressant, deswegen nehme ich glaube ich nochmal die wilde Restaurierung einfach auch für die Sammlung. Was kann der Hund genau? Opfere den entschlossenen Wachhund, eine Kreatur der Wahl, die du kontrollierst, erhält Unzerstörbarkeit, was mehr als du bist. 1-3 Verteidiger. Gut, Verteidiger können wir uns ja angreifen. Dementsprechend, ich glaube, als One-Drop nehme ich den mal. Hier nehmen wir nochmal den Spontanzauber. Zwei, drei Wachsamkeit.
Immer wenn die Veteranin des 10. Distrikts angreift, enttappe eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja, ist einfach eine weitere Kreatur. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was wir uns da Schickes draußen bauen können. Die drei Sümpfe hat er uns jetzt reingepackt während der wegen der Absolution. Die würde ich erstmal rausnehmen. Dreimal Alpha brauchen wir, glaube ich, auch nicht. So, entschlossener Wachhund. Zweimal Pegasus. Ja, vielleicht auch dreimal den Karakal ganz raus. Ablöschen ist halt am Anfang echt gut. Später ist es mehr oder weniger eine tote Karte. Weil er dann fast immer zwei Mana extra hat. Mal schauen, was wir noch so haben. Schleimfessel, um Kreaturen vom Gegner abzuschwächen, ist ganz in Ordnung. Hast du Offizier als 3-Drop? Gedankenzerfall, den werde ich glaube ich nicht dreimal spielen. Ablöschen raus und Gedankenzerfall drin lassen. Ja. Der trifft halt einfach alles, also der kann halt dann immer was neutralisieren, sofern ich das Mana dann habe. Und ablöschen, wie gesagt, bringt im späteren Spielverlauf relativ wenig. Band der Gesetzesmagier ist auf jeden Fall besser als Schleimfessel. Zur der Kreatur kann ich angreifen oder blocken, ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Ja. Ich glaube, da nehmen wir eine Schleimfessel raus. Der krabbelnde Aal. Brauchen wir den nicht wirklich? Das kann ich denn in Turn 4 dann spielen? Den Greif, die Sphinx. Homunculus, ja, den spiele ich auch, glaube ich, nur einmal, wenn überhaupt. Fünf Karten noch. Die Schleimfessel, glaube ich, ganz raus. Okay. Der abweisende Geist. Der fliegt halt nicht. Wenn er fliegen würde, wäre es in Ordnung. Aber ja. Gibt bessere Karten. Bei Ravnikas Treue, Stärke 4 oder mehr. Er soll im Verlauf eines Games eigentlich immer wohl ein Target finden, ne? Die Sphinx, bisschen schwer zu casten. Doppelweiß, doppelblau. Aber die ist halt auch echt nicht schlecht. Ich glaube, ich setze einfach auf den Ritter, was die Defensive angeht, und den Homunculus, den können wir auch raustun. Der Kältebringer, der tappt was weg, wenn er ins Spiel kommt. Ne, ins Spiel kommt, tappt eine Kreatur deiner Wahl, ja. Das ist okay. Essenzfang, Scry 2. Ich glaube, ich nehme einen Pegasus raus. Zwei sollten reichen. Den Kundigen, den möchte ich wohl drin lassen, wegen dem Scry 2 Effekt. Das kann schon helfen, einfach durchs Early Game durchzukommen. Ich spiele einmal den Offizier und einmal die Veteranin. Dann haben wir noch einen 3-Drop mit dem Kurier.
Gedankenzerfall. Ja, wir probieren das so mal aus. Auf in Game 1. Schauen wir mal, ob wir mit dem Deck was reißen können. Bin eigentlich mehr so der Grün-Rot-Spieler, aber na, wir probieren das mal aus. Leidenschaftlicher Redner. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, L2 Einnehmungspunkte. Okay. Könnte jetzt blocken, aber vielleicht hat er einen Trick auf der Hand. Schauen wir mal. Dann spielen wir jetzt erstmal die Eule. Und behalten unsere Kreaturen zum Blocken. Ich glaube, hier kann er für 3 Mana plus 1/1 machen. Ja, okay. Oh, das ist eine starke Verzauberung. Jetzt verliere ich jede Runde einen Lebenspunkt und er bekommt eine. Das ist schon nicht verkehrt. Okay, wir schauen mal, was wir machen können. Ich kann 2 Flieger machen mit Ausschwärmen. Das kann ich aber auch spontan am Ende seines Zuges machen und den Counterspell offen halten. Und das machen wir auch. In dem Fall würde ich jetzt nochmal warten. Ja, das ist ein starker Flieger, den kontern wir auf jeden Fall. Okay, 5. Mana. Wir haben keinen Counterspell mehr, dementsprechend würde ich mir jetzt den Ritter erstmal ausspielen. Greif erstmal an. Und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir gleich unser Alarmschlagen ziehen. Okay, ja, nochmal den Ghoul. Der zieht auch Leben ab. Schade, Essenzfang kam eine Runde zu spät. Kann für 6 Mana die auch opfern und dann nochmal 4 Schaden schießen. Also das wird schon ziemlich eng gerade. 3-1 Lifelinker ist seine letzte Karte. Ja, neutralisiere ich. Und dann mache ich die Eule stärker. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Wachsamkeit zu aktivieren. Na gut. Schauen wir mal, ob es relevant ist.
Unser Gegner hat ein bisschen zu viel Life-Gain für uns. Okay. Ich bring nochmal zwei Top da ins Spiel. Und bekomme dann 5 Lebenspunkte. Das ist auch sehr wichtig jetzt. So, jetzt wollen wir es nicht vergessen hier. Wachsamkeit aktivieren. Und unseren Wachhund ins Spiel bringen. Ja, der dürstende Schatten, den kann er halt für Mana pumpen. Das kann er jetzt zweimal aktivieren, dann ist er immerhin schon mal 3-3. Den darf er dann enttappen. Okay. Gut, dann hoppla. Dann würde ich den doppelblocken, damit er stirbt, weil Todesberührung hat er ja nicht. Und hier können wir auch blocken. Schön, hier haben wir nochmal einen großen Flieger. Er hat auch Wachsamkeit, ne? Er hat keine 5 Power, aber er könnte mit 2-3 blocken, dann würde nichts passieren, okay. Also. Beide Spieler im Top-Deck-Modus. Oh, er kann sich seinen 3-3 Flieger wiederholen, okay. Und den kann er sogar noch ausspielen. Ach ne, doch nicht. Das hatte ein Mana zu wenig. Oh, sehr schön. Wenn ich das in der Hauptphase mache, dann kriegt die zusätzlich Flugfähigkeit. Dann wären das 4, 8, 9, 10. 11, 12, 13 Schaden, das ist noch zu wenig. Okay. Unser Gegner hat ziemlich viel Life-Gain mit dem habgierigen Thrall und dem Redner. Okay, ich bin dran. So, ja, dann machen wir so. Und lassen den Ritter mit angreifen. Schauen, ob er aus der Nummer noch wieder rauskommt. Weil er kann sich jetzt leider wieder auf 8 hochschießen mit dem mit der Verzauberung. Und er hat einen Blocker in der Luft. Ja, und er will sich nochmal 3 Lebenspunkte holen.
Ah, kein schlechtes Life-Gain-Deck. Insel ist nicht so toll, aber naja. Er könnte die Sphinx wegblocken mit dem 3-3er. Ja. Er kann damit 4 Schaden machen, dann gehe ich gleich auf 6, dann gehe ich auf 5. Er möchte den Flieger haben wahrscheinlich. Ich lasse das mal durch. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Kommt aus seiner Handkarte an. Mein Zug. Passt genau, sehr schön. Ah, ich sehe gerade, ein paar Sachen machen wir dann doch für unsere Quests. Und zwar, genau, weiß oder schwarz haben wir hier. Ja, das ist schon mal gut. Ja, auf ins nächste Match, Runde 2. Da haben unsere Flieger auf jeden Fall gereicht. Els Nico. Okay, oh. Teure Kreaturen. Und nichts fürs Early Game. Das kann ich, glaube ich, nicht halten. Oder reichen die Ritter? Ne. Ich nehme Mulligan. Jetzt fehlt das blaue Mana. Nicht so schön. Aber nochmal liegen möchte ich nicht nehmen. Wir legen die Sphinx mal drunter. Und dann hoffen wir, dass wir eine Insel ziehen. Das war leider keine Insel. Und das leider auch nicht. Schade. Was haben wir denn hier überhaupt? Immerhin der Gegner einen Nicht-Kreatur-Zauber verfügt, fügen ihm die Ranken einen Schadenspunkt zu. Und man kann das opfern, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Okay. Ja. Drei, drei. Kann nicht von Spielsteinen geblockt werden, genau. Eine dritte Ebene. Wenn ich noch ein Land ziehe, können wir zumindest den Greif spielen. Wenn nicht, dann wird es ziemlich eng wahrscheinlich. Oh, der ist auch nicht schlecht. Insbesondere jetzt mit Eile.
Der gibt nämlich einer Kreatur dann plus 2 plus 0. Ja, das ist dann wohl Game. Jetzt wird es definitiv zu langsam. Ja, okay. Sehr gut, alles klar. Auf in die nächste Runde. So ist das, wenn man keine Länder zieht. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Mulligan nehmen müssen, weil ich hatte einfach kein Play. So, hier haben wir zumindest schon mal Blau-Weiß und einen Pegasus. Das halten wir mal. Das ist schön, schon mal das dritte Land. Immer wenn er angreift, enttappe eine andere Kreatur deiner Wahl. Ja, den spielen wir erstmal aus. Na, unser Gegner hält einen Counterspell offen. Gibt Schlimmeres. Okay, die Mauer hat drei Länder getroffen und wir haben nur eins gezogen, also vielleicht hat er uns da sogar einen Gefallen getan. Ein weiteres Mana ziehen, können wir gleich den Ritter spielen. 3-1 Lifelink. Ne, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, weiterer Counterspell weg, das ist in Ordnung. Okay. Leider ein bisschen wenig Kreaturen gerade. Brauche ich nicht angreifen in diesem Fall. Jetzt brauchen wir gleich dann doch nochmal ein Land. Geistige Klarheit. Ein Spieler einer Wahl mischt seinen Friedhof in seine Bibliothek, ziehe eine Karte, okay? Ah, immerhin eine Karte, die wir spielen können und Hellsicht 1. Und das Land, das lassen wir liegen. Das brauchen wir gleich. Ich bin gerade froh, dass er uns den Greif nicht neutralisiert hat. Als zwei Mana hat er offen für seinen K.
Quench, also ablöschen. Da haben wir den Homunculus. Spiele ich den Kältebringer oder... Nein, ich spiele erstmal einen Ritter. Der ist wachsam und kann nicht geblockt werden. Und mit dem Kältebringer, falls er einen Flieger spielt, können wir den Flieger wegtappen. Er spielt stattdessen selber einen Ritter. Domens Scharfsinn. Ja, könnte ich wohl gebrauchen. Der wird mir eine Karte ziehen. Aber ich glaube, ich mache mit dem Kältebringer tatsächlich erstmal den Ritter. Dass ich den wegtappe und eine weitere Kreatur spiele. Ja. Damit wir einfach mehr Power aufs Board kriegen. Und doch, wenn es scharf sind mit dem Eifer, können wir später immer noch spielen. Meine Kreaturen fliegen alle oder sind unblockbar. Ja, da kann er was abschießen, okay. Einer getappten Kreatur, 3 Schadenspunkte, okay. 5 in dem Fall. Wobei 3 auch gereicht haben. Okay, ich habe 6 Schaden, das reicht nicht ganz. Hiermit kann ich +2/+2 machen und das machen wir auch. Vorher spiele ich aber dies, falls er einen Neutralisationszauber hat. Scheint nicht der Fall zu sein. Ah doch. Okay, ihn ablöschen, alles klar. Ich nehme das trotzdem zurück auf die Hand. Jawohl. Dann geht er auf 1. Ja, den Schaden nehmen wir. Schauen, ob er noch was machen kann. Er hat noch einen Engel. Den kann ich aber tatsächlich neutralisieren. Gutes Spiel. Sehr schön. Rangaufstieg in Bronze 2. Hat ja Spiel Spaß gemacht. Jawohl. Diesmal habe ich ja schließlich Mana gezogen. Ich glaube, das kennt jeder Magic-Spieler. Wenn man keine Länder zählt, dann spielt halt nur der eine und der andere guckt zu. Das macht dann halt wenig Spaß. Oh, 3 blaue und fast nur weiße Karten. Wir haben einen Counterspell. Ja, wir nehmen Mulligan. Hier haben wir zumindest wieder die beiden Mana und den Pegasus.
Ein drittes Mal Land ziehen, egal welches, können wir weitermachen mit dem Hastar-Offizier. Ja. Das können wir halten. Aussetzen aus Schwärmen oder den Greif. Machen wir so. Und wir fangen mit der Insel an. Falls ich gleich noch eine ziehe, könnte ich mir genau den Essenzfang offen halten. Oder den Pegasus spielen. Ich spiele erst den Pegasus. Eine 2-2 Katze, da kann ich mir leben. Okay, unser Gegner spielt auch mit Grün. Grün-Rot. Kommen wahrscheinlich wirklich größere Kreaturen raus dann. Sprich, den Essenzfang sollte ich mir, wenn es geht, dann mal offen halten. Wilde Attacke. Auch eine schöne Karte. Okay. Dovins Scharfsinn. Nee. Ich glaube, ich spiele eher den Kundigen wegen dem Scry-Effekt. Wir brauchen nämlich unser viertes Land. Vorladung zum Gericht könnte gegen Gruul auch in Ordnung sein. Viertes Land, dann können wir den Greifen spielen. Danach Vorladung zum Gericht. Das lasse ich so liegen, ja. Pfadfinder, der sucht, glaube ich, Länder. Du hast vier Karten, eine Kreaturen- oder Landkarte offen vorzeigen und auf die Bibliothek legen. Okay. Der macht jetzt Hellsicht 1, aber ich weiß ja, was oben liegt. Aber die Karte finde ich dennoch nicht schlecht. Ich könnte warten, ob er mit dem vierten Mana eine Kreatur spielt. Für den Essenzfang. Das mache ich, glaube ich, auch. Er hat sich extra sein viertes Mana noch umgelegt, anstatt eine Kreatur. Gucken, was jetzt kommt. Oh, Trampelschaden, okay. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht blauen. Trampel D für 5 drüber. Dann spielen wir jetzt noch einen Greif, gucken, was wir gleich ziehen würden. Die Sphinx, die kann ich noch lange nicht spielen. Packen wir tatsächlich drunter. Ist auch eine schöne Kreatur. 2 Mana, 2-2 und man kann später plus 4 drauf machen. Okay. Doofens Scharfsinn, um eine Karte zu ziehen. Wenn wir Glück haben, ist es eine Insel. Da können wir dann trotzdem den Essenzfang noch spielen.
Na, Land Drop wäre schon nicht schlecht. Nice. Ich würde gerne was anderes neutralisieren als den, aber ich glaube, wir machen das trotzdem. Legen die +1/+1 Marke auf den Greif. Drei Katze, ja. Nehmen wir nochmal. Hat er noch wieder einen Pump-Spell wahrscheinlich. Jetzt ist es eine 4-4 Katze. wir greifen erstmal an und dann wann kommt Dovins zurück? Immer wenn du eine während deiner Hauptphase einen Spontanzauber wirkst. Okay. Ja, fordern zum Gericht. Und der Gegner hat noch eine Handkarte. Also zwei jetzt mit dem Draw. Fünftes Land. Dafür braucht er zum Glück 6 Mana. Schauen wir mal, ob er da noch rauskommt. Sehr viele Spontanzauber gespielt. Okay, da haben unsere Flieger wieder gezeigt, was sie können. Drei Siege. Damit haben wir genug Edelsteine, um uns gleich den Mastery Pass freizuschalten. Dann gibt es auf jeden Fall ein paar Belohnungen. Sehr cool. Und ja, auf ins nächste Match. Gegen Kwong Gear. Oder Kwong Junior. Okay, Mana passt. Wir haben einen Two-Drop. Ja, das halten wir mal. Wir haben auch unsere oberste Alarmstufe mit dem Ritter. Ich bin gespannt. Und nicht zu vergessen, dass es auch mit dem Pegasus funktioniert. Dann ist das nämlich ein 3-3er anstatt ein 1-3er. Aber unser Gegner spielt blau. Gucken. Nicht, dass er wieder alles neutralisiert. Hier haben wir wieder die Sphinx. Die 3 ist schade, wäre eine schöne Kreatur, wenn es 4-4 wäre. Aber fliegend Wachsamkeit ist auch trotzdem immer gut. Unser Gegner hat 2 Mana offen, das könnte ein Ablöschen sein, mal gucken. Schauen, was er macht. Ah, eine Wachstumsspirale ist auch eine sehr schöne Karte. Dann darf er noch ein Land spielen und Karte ziehen. Sehr gut. Hat er jetzt nämlich schon 4 Mana. Wenn er ein Land noch auf der Hand hat. Augen überall.
Wenn ihr zu Beginn deines Versorgungssegments Hellsicht 1 an. Oh, das ist schon mal gut. Tauscht die Kontrolle über Augen überall und eine bleibende Nicht-Landkarte deiner Wahl. Aktiviere die Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt deiner Hexerei. Okay, er kann also was von mir übernehmen. Das ist nicht ganz unspektakulär. Kostet aber auch 6 Mana. Und ein bisschen Zeit haben wir noch. Zum Glück hat er nicht, hat er keinen Landdrop gehabt letzte Runde. Bis auf den durch die Wachstumsspirale. Sonst wäre jetzt schon bei 5 Mana. Die gefällt mir gut, die Verzauberung. Die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Augen überall. Oh, und Wilderness Reclamation. Das ist natürlich auch super. Dann darf er seine Länder enttappen. Sehr schön. Das heißt, jetzt gleich in seinem Endstep hat er 6 Mana. Sogar 8. Bei 4 Ländern. Ich glaube, dann will ich jetzt nichts spielen. Oder doch? Wir spielen mal den Greif. Also selbst wenn wir die Verzauberung erhalten, können wir das hier selber auch aktivieren. Zumindest sobald wir 6 Mana haben. Und der Greif ist halt noch zu handeln. Das Land können wir gut gebrauchen. Ja, hier sieht man leider, dass der Greif mit der Alarmstufe nicht so gut funktioniert. Er ist nur 2-2 im Combat, anstatt 3-2. Der Gegner verwandelt unseren Pegasus in einen Frosch. Anscheinend scheint er was gegen Flieger zu haben. Verstehe ich gar nicht. Okay, er spielt erstmal einen 4-2er. Verzauberung ist auch so schon nicht schlecht für 3 Mana, dann in der Versorgungsphase Hellsicht 1 anzufinden. Schon in Ordnung. Na komm. Unser Gegner überlegt sich ganz genau, was er macht. Ich könnte jetzt noch eine Kreatur spielen. Ich habe leider noch keine 6 Mana, um die Verzauberung direkt zurückzuschicken. Egal, wir probieren es. Vielleicht hat er auch einen Counterspell und wenn, dann müssen die auch mal weg, die Counterspells.
Also den sollte er sich jetzt auf jeden Fall übernehmen, den Ritter, weil der holt uns gleich für 5. Kann natürlich auch die oberste Alarmstufe nehmen, aber ich glaube, der Ritter wäre das bessere Target. Okay, hält sich 2 und dann hat er gleich noch 6 Mana übrig, tatsächlich. Dank der wilden Renaturierung. Wilderness Reclamation im Englisch. Er aktiviert es noch nicht. Kann er ja auch noch vor meiner Combat-Phase aktivieren. Ja, ich versuche mal anzugreifen. Ach ne, kann er nicht. Jetzt hat er nur 5 Mana. Ja, okay. Dann gibt es 7 Schaden. Sein, er hat irgendwas. Dann versuchen wir es mit einer Sphinx. Ich glaube, um die wilde Renaturierung für die 6 Mana zu aktivieren, muss er das im Full-Control-Modus machen. Also sprich, wenn ich Steuerung drücke, dann habe ich hier diesen Full-Control-Modus. Damit er nicht einfach die Phase überspringt, wo man das Mana tappen kann. Ein 3-3 Frosch rettet dich jetzt nicht. Ja, in diesem Fall greife ich einfach erstmal an. Gutes Spiel. Die ganze Zeit damit gerechnet, dass er mir irgendwas übernimmt mit den Augen überall. Na komm, hast du noch was oder ist hier Feierabend? Sehr schön. Da hatten wir mal die Alarmstufe mit dem Ritter zusammen. Das ist ganz nett. Bronzestufe 1. Und wir haben eine Quest erledigen können und sind aufgestiegen. Dadurch gibt es einen Booster. Das ist schon mal cool. Ja, auf ins nächste Game. Einmal verlieren dürfen wir uns noch erlauben. Sonst, dann fliegen wir noch nicht raus, aber beim zweiten Mal sind wir dann raus. Länder passen. Wir haben zumindest schon mal die Eule für 3 Mana. Ja, das halten wir jetzt nicht die tollste Hand, aber Mulligan brauchen wir auch nicht nehmen. Da haben wir den schreienden Schild. Mal schauen, ob er uns versuchen wird zu millen. Also sprich unsere Bibliothek zu zerstören. Gibt in dem Set ja ein paar Karten, die das tun. Zum Beispiel die Mauer und den Schild. Ja, okay. 3 Inseln. Okay. Und ein Pegasus war das auch noch, ne? Ja, okay. Ja, das könnte seine Taktik sein, unsere Bibliothek zu zerstören.
Das ist auch sehr gut. Oberste Alarmstufe mit der Mauer. Weil die sagt ja auch, dass Verteidiger angreifen dürfen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Sehr gut. Ein 4-4er ist natürlich jetzt schon ziemlich stark. Ich könnte das gleich zum Blocken nehmen, aber es reicht nicht, um meinen Gegner zu töten. Das ist echt unangenehm. Was können wir hier mit? Kreatur tappen, okay. Ja, gleich können wir auf jeden Fall den Kältebringer spielen. Jetzt hat er einen 7-7er, sehr schön. Halten wir uns jetzt so zumindest schon mal eine Runde vom Leib. Okay, er enttappt den dann, okay. Puh, ja, dann logge ich tatsächlich. Das ist ziemlich stark, was unser Gegner hier macht. 6 Mana habe ich. Könnte das und dann gleich 2 Top da machen. Den wegzutappen bringt jetzt auch nichts. Okay. Dann hoffe ich mal, dass er kein Konterspell hat. Und den Ritter, alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir mit Dovins Scharfsinn was finden. Was uns hier noch irgendwie rausmanövriert. Den Ritter kann ich sowieso nicht blocken. Das heißt, ich brauche die Wachsamkeit nicht zu aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Die beiden Karten hätte ich tatsächlich auch picken können. Hatte ich ja während des Drafts auch, den Schrein, den Schild und die Mauer. Schon ziemlich gut. Mit der Verzauberung zusammen. Okay. Dann will er meinen Kurier abschießen. Ja, das versuche ich mal zu neutralisieren. Noch ein Pegasus, alles klar. Das ist eine Hexerei. Bringt mir also auch nichts, weil die erst 7 Power haben, wenn sie angreifen. Und selbst dann ist es, glaube ich, nur der Schaden und nicht die Stärke. Also sprich, dann wird der Zauber, glaube ich, trotzdem nicht gehen.
Ja, das Match können wir aufgeben. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus aus der Situation. Auf ins nächste Match. Vier Siege haben wir schon, das ist schon mal gut. Viel Mana, leider kein Doppelweiß für die Sphinx, aber das können wir trotzdem halten, denke ich. Schwarz haben wir hier mal. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen jetzt während des Drafts. Schwarz-Weiß. Orsov, definitiv auch eine starke Gilde. Erstmal eine 3-1 Katze. Die blocken wir mal weg, sonst macht die zu viel Schaden. 2-1 Seelenwandlung. Seelenwandlung 2, also wenn er stirbt, kriegt er 2-1-1 Flieger. Das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, den Messdiener sollten wir durchlassen, wenn er angreift. Noch ein Karakal. Okay. Eins, zwei, Distouch. Okay. Ich würde sagen, wir greifen mit dem 4-3er erstmal an. Der Pegasus kann gleich die Katze blocken. Und dann spielen wir gleich noch den Ritter aus. Okay, Death-Touch greift an. Okay, dann blocke ich den 3-1er mit dem 2-5er. Und die anderen beiden lasse ich durch. Okay, das war unser sechstes Land. Das heißt, für die Sphinx fehlt nur noch eins. Ich glaube, jetzt kann der Pegasus mit angreifen. Okay. Puh, der Gegner hat viel Death Touch und viel Seenwandlung. Aber ich glaube, unsere Flieger sind schneller als seine Kreaturen in diesem Fall. Nehmen wir. Alles klar. Da hätten wir jetzt genug Schaden gehabt. Unser fünfter Sieg. Das ist schon mal gut. Zweite Quest haben wir auch erledigt. Buntes Gedeihens. Das ist eine ganz nette grüne Hexerei. Schau dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine bleibende Karte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek und du kriegst drei Lebenspunkte. Das ist gegen so manche Agro-Decks manchmal ganz nett.
Okay. Mal schauen, ob wir es noch schaffen, zwei Siege einzufahren. Wir dürfen aber jetzt nicht mehr verlieren, ansonsten sind wir raus. Aber fünf Siege ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Yoko, der ist schon Silber, constructed. Wir sind leider noch Bronze. Limited, nicht constructed, Entschuldigung. Und ja, die Hand ist schlecht. Der Gegner fängt an, das heißt, wir dürfen als erstes eine Karte ziehen. Keine Insel ist, haben wir schon ein Problem. Ich nehme Mulligan. Das ist von der Mana Base her auf jeden Fall besser. Ich habe aber nur große Kreaturen. Na gut, das halten wir. Und legen die Sphinx unten drunter. Die kostet 7 Mana, die können wir eh lange nicht spielen. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir kleine Kreaturen ziehen. Jawohl. Der macht halt wieder Lebenspunkte. Haben wir vorhin schon gesehen. Ich glaube, wir spielen erstmal einen Pegasus aus. Oh, unser Gegner spielt drei farbig. Ich glaube, weiß, grün, rot heißt Naya. Die Farbkombination. Oh, was haben wir hier? Das ist 1 plus 2 und Wachsamkeit. Das ist nicht schlecht. Und er hat sogar noch einen Combat-Trick anscheinend. Für seine Veteranin. Ah, doch nicht. Okay, viertes Mana. Bann des Gesetzes Magiers. Ja, ich glaube, das lohnt sich jetzt schon. Schauen, ob er gegen was machen kann. Reichweite 2-3. Er greift wieder an. Doch, wir blocken. Okay, was ist das? Plus 3, plus 3 und Reichweite bis Ende des Zuges, alles klar. Ist gut, dass wir das fünfte Mana gezogen haben. Glaube, wir spielen erstmal den Ritter. Der Kältebringer würde zwar mit 3-3 unsere Gegner sogar tot blocken, aber der Ritter, der hat Wachsamkeit. Sprich, der kann gleichzeitig angreifen und blocken. Zwei 1-1 Goblins. Okay. Aus dem leidenschaftlichen Redner hat unser Gegner schon 7 Lebenspunkte rausgezogen. Das hilft natürlich.
glaube, ich brauche den Kältebringer noch zum Blocken zurzeit. Obwohl, nicht wirklich. Der Pegasus und der Ritter können ja auch zusammen was blocken. Okay, die Goblins bleiben zu Hause. Dann machen wir einen Doppelblock. Unser Gegner hat noch eine Handkarte. Vielleicht ist es ein Combat-Trick, den kann ich neutralisieren. Ja, ist es nicht, okay. Vorboten der Apokalypse, ja, sehr gut. Den darfst du nicht haben. 7-7 trampeln, Wachsamkeit, Eile und gibt anderen Kreaturen plus 2 plus 2 und trampeln bis zum Ende des Zuges. Sehr stark. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er den nicht nochmal hat. Oder was ähnliches. Ja. Er hat sehr viele Länder gezogen. Sehr schön. Dann sind wir schon mal bei 6 Siegen. Und auch im Silberrang. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das, den 7. Sieg auch noch kriegen. So oder so, das wird das finale Match. Und dann können wir gleich den Season Pass einlösen. Und ein paar Booster öffnen. Okay, Mana passt. Kreaturen haben wir auch. Halten wir. Das kann ich auch. Eins, zwei, Destouch, okay. Ein Schaden können wir locker nehmen. Noch ein Orsov-Deck mit Seelenwanderung wahrscheinlich. Viele 1-1 Geister. Veteranen oder Pegasus? Ich glaube erstmal die Veteranen. Ist Mana effizienter. Das gibt einen Geist, okay. Blocke ich das, kann ich gleich den Pegasus spielen. Der kann dann die 1-1 Geister aufblocken. Zumindest solange sie 1-1 bleiben. Death Touch, okay. Stirbt meine Veteranin auch. Und er opfert noch seinen Hund, okay. Kann man machen. Noch fehlt mir ein bisschen die Durchschlagskraft. Kann ich nur hoffen, dass ich lange genug durchhalte. Aber solange ich hier nur von einem 1-2er angegriffen werde, ist das halb so wild. Okay, fünftes Land, sehr schön. Unser Gegner sitzt auf 3 Ländern.
Was will man denn jetzt tappen? Den 2-1er? Naja, den Dispatcher. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das bringt's alles nicht. Bald mal meinen Pegasus zurück. Obwohl er hätte auch angreifen können. Na. Wenn ich noch ein Land ziehe, dann haben wir gleich zumindest schon mal die Sphinx. Keine Rocks. Der Ritter ist natürlich auch nicht schlecht. Kann nicht geblockt werden, da bringt ihm der Death Toucher auch nicht so viel. Okay. Ja, diese Seelenwandlung-Karten, die sind zum Beispiel mit diesen Priests of Forgotten Gods ganz gut. Den wir, ich glaube, im ersten Booster hätten picken können. Oder, ne, im zweiten war es. Im ersten war ja das Schockland. Weil dann hat er jede Menge Kreaturen zum Opfern, um sich dann Karten zu ziehen und meine Kreaturen loszuwerden. Also ich hoffe mal, dass er den nicht im Deck hat. Okay, siebtes Land. Unser Gegner sitzt immer noch auf drei Ländern. Aber wir probieren es mal mit einer Sphinx des Gildenbunds. Fluchsicher vor einfarbig. Hat er noch eine Kasteiung? Er kann auf jeden Fall reagieren. Wobei, das kann auch sein wegen dem Hund. Okay. Er opfert eine Kreatur und kann meine Sphinx abschießen. Keine Blocks. Oberste Alarmstufe, das war jetzt natürlich ein sehr schöner Draw. Ich glaube, dann kann ich mit allen angreifen. Ich kann mich gleich mit 4 Mana sogar noch wieder was enttappen. Jawohl. Okay, macht er seinen Pegasus unzerstörbar, aber dann ist der Hund auf jeden Fall schon mal weg. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal so mit das Beste, was ich ziehen konnte jetzt, nach der Sphinx auf jeden Fall. Schon nicht schlecht. Dann enttappe ich mal, und zwar enttappe ich den Pegasus. Wie viel Schaden habe ich? 6, 11. Ja, er kann ja auch blocken. In dem Fall greifen wir einfach mit allem an. Sehr cool. Dann haben wir die
7 Siege tatsächlich geholt mit dem Deck. War nicht das stärkste Deck, aber ja, fliegende Kreaturen sind irgendwie immer gut. Und definitiv auch nicht das schlechteste Deck, was ich gedraftet habe. Was haben wir hier? Schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, der schwarze oder rote ist ins Exil. Scry One. Ja, typische Sideboard-Karte eigentlich. Okay. Ja, Preis abholen. Zwei Booster, 950 Edelsteine. Sehr cool. Und dann gehen wir jetzt mal in den Store und kaufen uns den Season Pass. Jetzt mal gucken, wo ich den finde. Drachenjunges könnten wir uns auch holen, aber ich glaube, das bringt uns relativ wenig. Ist das bei Bundles? Karten. Oder muss ich dazu in die Meisterung rein? Ah ja, okay. Eldraine Meisterung. Und hier kann ich dann jetzt für 3400 Edelsteine mir die Meisterung freischalten. Und ich glaube, ich kriege auch mal angezeigt, was ich dafür kriegen würde. Und das sind hier unten die ganzen Belohnungen. Das ist ein bisschen abhängig von dem Level, was man erreicht hat. Also da kriegt man dann entsprechende Belohnungen. Ich kriege zum Beispiel 1200 Edelsteine zurück. Das ist schon mal ganz praktisch. 4000 Coins und ja, jede Menge Booster. Sehr cool. Das lohnt sich. Ja, passt gar nicht alles auf dem Bildschirm hier. Ich sehe auf jeden Fall einen Omnat. Und zwei Ritter aus M20. Sehr cool. Zwölf Meisterungsorbs kriegen wir auch noch. Die können wir hier verwenden. Und zwar, um Skins freizuschalten. Ja, machen wir einmal hier weiter. Setzen die einfach mal da rein. Das sind dann Skins für Rares, die wir in unserer Sammlung haben. Ja, Full Art Gutwig. Feen der Wünsche. Und Kinder des Königs. Ich bin ganz am Anfang diesen Weg gegangen, weil Kinder des Königs war das erste Mythic, was ich bekommen habe mit diesem Account. Und da habe ich dann gesagt, ja, warum nicht? Mit diesen Meisterungsorbs kann man nur, in Anführungsstrichen, die Skins freischalten. Embercleave ist natürlich auch eine schöne Karte. Rankle. Der große Steinkreis. Ja, wir gehen mal hier den roten Weg zum Embercleave noch. Tötendes Feuer. Ah, Torbran, der ist auch ganz cool. Schöner Zwergen-Commander auch für Brawl zum Beispiel. Dann der rote 1-1 Ritter und Funkenspalter. Sehr cool. So, und dann habe ich noch drei. Weiß interessiert mich da gar nicht. Schwarz. Oh, da haben wir Sir Konrad immerhin. Und in grün. Ja, dann immer schwarz. Okay, dann haben wir die Orbs auf jeden Fall schon mal verteilt und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Booster an, die wir haben. Da hat sich ein bisschen was getan, sehr cool. ja, Gilden von Ravnica. Dann gibt es jetzt gleich auf jeden Fall auch wieder ein paar Wildcards. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Fundhändler, der ist ganz cool. Der kann halt eine bleibende Karte aus unserem Friedhof unserer Hand zurückbringen, wenn er ins Spiel kommt. Und eine Rare Wildcard. Ich glaube, das ist somit das Beste, was man aus einem Booster kriegen kann. Mythic Wildcard und Rare Wildcard. Sehr cool. Kommen. Okay. Oh.
Kaya, die Thronräuberin, okay. Drei Mana Planeswalker aus Ravnica's Treue. Und das so ein bisschen, glaube ich, gegen Friedhof, genau. Man kann Karten aus dem Friedhof entfernen oder man kann für die Minus-1-Fähigkeit eine Ein-Mana-Karte ins Exil schicken. Also eine bleibende Karte mit umgewandelten Mana-Kosten von 1 oder weniger. Ist in bestimmten Decks ganz nett, die Karte. Gut, schauen wir mal weiter. Irgendwie irgendwas Nettes. Kollision Koloss, wie gesagt, hatte ich schon viermal. Lavinia ist auch jetzt nicht so doll. Uncommon Wildcard, sehr schön. Wächterprojekt, auch eine schöne Karte fürs Brawl-Format oder fürs Commander-Format. Immer wenn man eine Nicht-Spielschein-Kreatur spielt, die einen anderen Namen hat als eine Kreatur im Spielen. Dann darf man eine Karte ziehen. Hier haben wir die oberste Alarmstufe, falls man die mal im Constructed spielen möchte. Und Glasmosaik des Gildenbrunnens. Mehrfarbige Kreaturen, die du kontrollierst, die 1 bis 1 plus 1. Für 2 Mana ist das okay, wenn man sich ein Deck drum baut. Legionärin des 10. Sticks fürs Feather Deck. Eigentlich eine ganz coole Karte. Mal schauen, ob das Feather Deck wieder stärker wird, wenn jetzt Theros rauskommt. Vielleicht finden sich ja da ein paar Spells, die für Feather wieder gut sind. Und Bioessenz Hydra. Die war ganz gut mit Planeswalkern, glaube ich, ne? Genau, für jede Loyalitätsmarke auf Planeswalkern, die du kontrollierst, mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Und immer wenn Loyalitätsmarken angelegt werden, werden genauso viele +1/+1 Marken auf die Hüter gelegt. Okay. Vier Hauptset-Booster und fünf Eldraine-Booster haben wir noch. Flut aus Tränen. Bringe alle bleibenden Nicht-Landkarten auf die Hand ihrer Besitzer zurück, falls sie auf diese Weise vier oder mehr bleibende Nicht-Spielsteinkarten, die du kontrollierst, auf die Hand zurückbringst, kannst du eine bleibende Karte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Das ist ganz cool, insbesondere ja, wenn das Match ein bisschen länger gedauert hat. Alles zurückbringen und man selber kann halt seine stärkste Karte wieder ins Spiel bringen. Was haben wir hier? Käfig des Totengräbers. Kreaturenkarten können nicht aus den Friedhöfen oder der Bibliothek ins Spiel kommen. Spieler können keine Zaubersprüche aus Friedhöfen oder Bibliotheken wirken. Okay. Das ist auch so eine klassische Sideboard-Karte, ne? Aber für einen Mana kann man das dann schon mal spielen. Wenn der Gegner halt mit dem Friedhof arbeitet. Hier haben wir den lustigen Hammer. Ausgerüstet Kreatur +10/+10 und verliert Fliegen. Der funktioniert ganz gut mit dem Ritter aus dem Brawl Deck. Fällt gerade der Name nicht ein. Der halt da der Commander in dem Brawl Deck war. Der lässt ja ausrüsten für 0. Dann ist das ganz witzig. Und der Scharfrichter. Den kann man opfern, um eine bleibende Karte. Nee, um eine Kreatur ins Exil zu schicken und der bringt eine 1/1 Geist mit. Ja, sehr schön. Schon mal zwei Wildcards. Und die Leylinie der Vorahnung. Was macht die genau? Wie alle anderen kann man auch die aus der Schatten ins Spiel bringen. Und oh, du kannst Zaubersprüche wirken, als ob sie aufblitzen hätten. Das ist ein sehr schöner Effekt. Haben wir hier aus Eldraine die erweckende Fee. Die ist auch manchmal ganz nett. Die kann halt mit dem Abenteuer aus Artefakten 4/4 Kreaturen machen.
Oh, und der Klackerrückentunnel, der ist auch ziemlich cool. 5 Mana, 8, 8 Trampelschaden, Eile. Und der Gegner kriegt dann 3 Ziegen. Und zu Beginn des Kampfes kann der Gegner eine Ziege opfern, um halt sich den Troll vom Leib zu halten. Dafür kriegt derjenige, der den Troll kontrolliert, dann halt 3 Lebenspunkte und darf eine Karte ziehen. Also der gefällt mir ziemlich gut eigentlich. Flötender Rattenfänger. Der ist ja auch in dem Bundles drin. Als Vollkarte. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann halt Ratten erzeugen, die dann Bedrohlichkeit haben. Und man kann mit 3 Ratten dann Kreaturen übernehmen. Wobei das schon ziemlich optimistisch ist. Da muss man sich schon irgendwie ein Rattendeck drumherum bauen. Mal gucken, ob der mit den nächsten Sets noch irgendwie relevanter wird. Flucht in die Wildnis. Das ist auch eine schöne Karte. Schicke die obersten 5 Karten der Bibliothek ins Exil. Du kannst die Karten auf diese Weise exiliert wurden bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Und du darfst in dem Zug ein zusätzliches Land spielen. Das ist ganz cool. Also generiert sehr viel Kartenvorteil. Auch wenn die Gegner die Karten, die ins Exil geschickt wurden, sehen können. Aber trotzdem stark. Hier haben wir Sir Konrad. Der schießt immer Schaden, wenn Kreaturen sterben oder aus dem Friedhof geholt werden. Kessel der Ewigkeit. 12 Mana. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof 2 weniger. Okay. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, lege sie unter die Bibliothek dieses Besitzers und für 3 und bezahle 2 Lebenspunkte. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktivierte Fähigkeit nur, ja, wie eine Hexerei, okay. Boah, kann gut sein, wenn man das passende Deck hat. Aber für einen Mythic finde ich es jetzt ein bisschen schade. Okay. Oh, Schloss Garenburg. Das ist ein Rare Land aus Eldraine, das ist auch ganz cool. Macht für 4 Mana 6 Grüne und man kann halt nur eine Kreatur damit spielen, aber das ist ja eigentlich das, was man in Grün machen möchte. Und kommt, wenn man einen Wald kontrolliert, kommt es ungetappt das Land. Also das gefällt mir ganz gut. Okay, das war's dann mit dem Pack-Opening. Wir haben, wie gesagt, den Meisterungspass uns freigeschaltet. Und ich glaube, es geht bis Level 100. Wir sind Level 45. Genau. Und ja, Level 100 werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen, bis das nächste Set rauskommt. Weil sobald das nächste Set erscheint, ist dieser Meisterungsbaum dann von Teros. Aber ja, wir haben ganz schön viel bekommen für die Edelsteine. Das hat unserer Sammlung auf jeden Fall geholfen. Gut. Ich würde an dieser Stelle Schluss machen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.